Chet Holmgren ist in meinen Augen der beste Spieler aus dem diesjährigen NBA Draft und er ist das Prospect, für das sich die Orlando Magic eigentlich hätten entscheiden sollen. Und das ist keine Overreaction nach einem einzigen Summer League Game, das ist meine Ansicht seit Wochen und Monaten. Chet Holmgren ist ein Einhorn, ein Spieler, der keinen Sinn ergibt, ein 2,16 Meter großer Mann mit Ballhandling, Shooting und Passing Skills und den Ansätzen eines Generational Defensive Talents und all das zeigt er auf beeindruckende Art und Weise bei seinem Summer League Debüt vorgestern gegen die Utah Jazz. 23 Punkte bei 9 Würfen, 7 Rebounds, 4 Assists und irre 6 Blocks in gerade einmal 23 Minuten, der mit großem Abstand beste Spieler an beiden Enden des Parketts. On-Ball Creation auf einem crazy Level für einen Spieler seiner Größe, viele effektive Ballscreens und eine Präsenz in der Zone, die man selbst in der NBA nur ganz selten findet am defensiven Ende. Nun, es muss schon etwas wirklich ganz Besonderes passieren, dass ich bereits nach einem einzigen Summer League Spieler ein Video über einen Spieler mache, über den vor gar nicht allzu langer Zeit ein großer Scouting Report auf meinem Kanal kam. Allerdings kann ich persönlich mich nicht erinnern, so ein dominantes Summer League Spiel geschweige denn Debüt schon mal gesehen zu haben, also heute mal dein erster Breakdown über Chet Holmgren im Trikot der Oklahoma City Thunder. Gefallen euch meine Videos, dann lasst sehr gerne ein Like und Abo da, aktiviert gerne die Glocke, so helft ihr mir, noch mehr basketballverrückte Leute mit meinen Videos zu erreichen. Starten wir doch zuallererst mal mit der On-Ball-Shot-Creation von Holmgren. Wer meine Analyse zu ihm vor dem Draft gesehen hat, weiß, dass er in diesem Bereich für einen Spieler seiner Größe außergewöhnliche Fähigkeiten hat. Diese Fähigkeiten wurden gegen die Jazz sichtbar und ich denke, da dürfen wir Großes von ihm in Zukunft erwarten. Ich war überrascht, wie viel Freiheiten ihm in diesem ersten Spiel gegeben wurden, insbesondere wie häufig er den Ball vortragen durfte. Das ist natürlich schon ein ziemlicher Luxus, einen großen Rebounder zu haben, welcher selber das Spiel schnell machen und aufs Tempo drücken kann, und Chet attackierte immer wieder erfolgreich in der Early Offense, jetzt wieder nach dem Spin-Move das Foul am Korb. Dieser Spin-Move war schon auf dem College einer seiner Signature-Moves und die Jazz wussten sich gegen diese Waffe nur mit Foul zu helfen. Hier auch wieder, mit Tempo geht er über die Mittellinie, täuscht an, dass er rechts lang geht, packt den Spin-Move aus und ist vorbei, gebt euch dann diesen lächerlichen Pass raus in die Strong-Side-Corner zu Poku. Wie gesagt, Chet Holmgren ergibt einfach keinen Sinn. Diese Passing-Skills wurden das ganze Spiel übersichtbar, hier lädt er auch wieder ein, sieht, dass die Jazz nicht auf einer Wellenlänge sind, ein Defender will switchen, der andere nicht und Josh Giddey wird frei und gefunden. Ich bin wirklich mal gespannt, wie das dann im richtigen Thunder-Team kommende Saison aussehen wird, aber wie gesagt, ich war super überrascht, wie viele Perimeter-Shot-Creation-Aufgaben Holmgren von Anfang an bekommen hat. Und die lächerlichsten offensiven Szenen habe ich euch ja noch gar nicht mal gezeigt und damit meine ich gar nicht mal unbedingt dieses Behind-the-Back-Dribbling nach dem Block in der Transition. Gebt euch bitte mal diese Szene, die wunderbar zusammenfasst, warum Holmgren der erste Pick hätte sein sollen. 2,16 Meter große Spieler können so etwas einfach nicht, behind the back dribble, um zum Abstoppen zu kommen und dann den Jumper clean über die ausgestreckten Arme eines noch größeren Spielers zu swishen. Chet face-up zu verteidigen wird ein Albtraum für gegnerische Bigs, hier wieder, er geht geduldig zurück, um wie ein kleiner Guard Anlauf zu nehmen, schaut wie der Verteidiger zurückshiftet, bevor Holmgren wieder behind the back abstoppt, die Füße in Position bekommt und in Sekunden schnell den Wurf losbekommt, dabei sieht er aus wie Kevin Durant. Während in der letzten Szene die Ähnlichkeiten zu KD verblüffend da waren, werde ich hier mal nicht den Vergleich mit einer anderen NBA-Legende machen, aber das muss ich denke ich auch nicht, oder das sieht eigentlich schon jeder für sich selber. Es ist so schön, wie er den Defender liest, dann der Drive über rechts, der Spin-Move, wie er sich zurückfallen lässt, der One-Legged-Fadeaway unmöglich zu blocken. Und das Besondere ist eben auch, dass er aus solchen Situationen wie gerade hier nicht nur selber zur Arbeit gehen kann, sondern wie man in dieser fast identischen Formation sehen kann, auch problemlos in der Lage ist, die Kollegen zu finden. Nun, die On-Ball-Skills sind das eine, Holmgrens Arbeit im Screen-Roll-Game ist aber etwas anderes. Die Thunder kam zu ohne Ende guten Looks, wenn Chet Ballscreens gestellt hat, insbesondere das Pick and Pop war brandgefährlich, hier sieht man was passiert, wenn der Big des Gegners weit absinkt und das machen sie in der NBA, vor allem in der Regular Season auch gerne, solche Würfe werden da sein. Das wird für Defense gegen die Thunder super schwer zu verteidigen, diese SGA oder wie hier Giddey Pick and Rolls mit Holmgren, welche hätte die Dreilinie rausrotiert? Irgendeine Pille musst du als Defense einfach schlucken, entweder Chet freistehen lassen oder den Weakside Shooter oder wie in diesem Angriff die schlechteste der Optionen, den Ballhändler frei zum Korb durchgehen zu lassen. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Jazz Pick and Roll Defense sich unheimlich schlecht angestellt hat und dass es gegen richtige NBA-Verteidiger lange nicht so einfach wird, wie es gegen Utah häufig aussah, aber es deutet in meinen Augen eine Menge darauf hin, dass die Pick and Pops eine absolute Waffe für die Thunder werden könnten. Und das gilt nicht nur für diese Pick-and-Pop-Actions, sondern auch für die klassischen Pick-and-Rolls, mit Holmgren als mobilen, schnellen Rollman, der ein klasse Passfänger und Finisher am Korb ist.
Und wieder, die Chemie zwischen Giddy und Holmgren ist jetzt schon ziemlich beeindruckend und das nicht nur auf dem Parkett. Das Postgame-Interview wollte der zweite Pick nur machen, wenn Thunder-Kollege Giddy auch mit dabei war. Hören wir mal ganz kurz rein. You would only do this interview if we talked to one of your teammates too, and I love that you're already trying to be a team guy. Josh, what does that mean to have your number two pick looking out for you already? I know, man. It's tough. I mean, the hype that he came in with and the way he played tonight was big for us. And, you know, being a high pick like that, there's a lot of pressure coming in, and he handled it as good as he could have. Makes my job really easy playing with someone like him that can stretch the floor, finish at the ring, protects me. He's got my back on the defensive end. So, love playing with him. It's been one game, and the chemistry's only getting stronger. Kommen wir doch mal im zweiten Teil des Videos noch zu Chats Game-Changing Defense, auch die war in seinem Summer League Debüt all over the place. Nachdem der 20-Jährige einen neuen Summer League Rekord mit 6 Blocks aufstellte, hatte er Folgendes nach dem Spiel dazu zu sagen. Yes, he does protect your back. A new Summer League record for blocks. We talked about your competitive spirit. Only 6. That's a record. Oh, well, I'm coming to break it again, so. Okay, tomorrow, there's always tomorrow. Einer dieser 6 Blocks ist dieser hier gewesen. Ich sag's euch, Holmgren wird ein Dauergast in den All-NBA-Teams sein und müsste ich Geld darauf setzen, würde ich sagen, dass er in seiner Karriere auch mal zum Defense Player of the Year gewählt wird. Chet ist ein elitärer Drop-Defense-Defender, diese Kombination aus Länge, defensiven Instinkten und Mobilität ist irre. Nehmt doch mal diese Sequenz hier, er steht genau im direkten Weg zwischen Ballhändler und Korb, dann ist er aber auch in No-Time nach dem Pass zurück beim Rollman und blockt diesen am Rim. Du hast als Dropback so viele Aufgaben und Chet kann sie alle, du musst den Korb beschützen, gleichzeitig auch dem Ballhändler nicht zu viel Platz für einen Pull-Up-Jumper oder Floater geben. Im Optimalfall kannst du spontan sogar zum Ballhändler switchen und diesen dann so verteidigen. Dann möchtest du natürlich auch nicht, dass der Rollman hinter dich gelangt oder einfach angespielt werden kann, also ist es gut, wenn du die Pässe so schwer wie möglich machst oder im Optimalfall sogar abfangen kannst. Chet vereint all diese Skills in einem Spieler, jemand, der mit Sicherheit der Anker einer hervorragenden Defense sein kann, jemand, mit dem du jedes defensive System spielen kannst. Ich sehe hier einen jungen Anthony Davis in ihm, ein Verteidiger, der Raum unfassbar schnell wieder gut machen kann, der überall ist, bei dem du manchmal das Gefühl hast, er verteidigt für 2 Spieler, dass die Defense quasi 6 Verteidiger auf dem Parkett hat. Es gibt so viele Szenen, so wie diese hier, die einfach keinen Sinn ergeben. Also, was für ein absurdes Debüt von Chet Holmgren. Dieses Video ist hier keine Overreaction, weil wir in Spiel 1 der Summer League genau das gesehen haben, was wir eh schon wussten, dass er es kann, nur nochmal in etwas besser. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich auf die Saison von Chet Holmgren in Oklahoma City freue. Schreibt mir wie immer gerne unten in die Kommentare, was ihr von dem 20-Jährigen haltet. Ich habe euch mal 2 weitere Videos in meine Endcard gepackt, beide von gestern. Einmal mein Video, warum die Lakers unbedingt für Kyrie Irving traden sollten und dann meine Analyse, warum ich denke, dass die Kings Offense nächste Saison richtig Spaß machen wird. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.